Liebe Gemeinde, liebe Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Input von Life Unlimited. Ich bin Ramona. Neben Corona sind wohl die Worte zu Hause bleiben und sämtliche Variationen davon gerade schon sehr strapaziert. Und vielleicht geht es dir wie mir und du denkst ja schon so, boah, jetzt redet die auch noch über das Zuhause bleiben, weil man doch ein bisschen überdrüssig wird, finde ich. Aber ich habe einen neuen Aspekt für dich. Mir ist nämlich vor ein paar Tagen klar geworden, dass es noch einen viel wichtigeren Zusammenhang mit diesen Worten oder für diese Worte zu Hause bleiben gibt. Bin nämlich in der Bibel immer wieder mal in den Psalmen über die Worte im Hause des Herrn bleiben gestolpert. Und hey, darum geht's. Es geht nicht nur darum, ja, wir sollen uns an Regeln halten, versteht mich nicht falsch, bleibt zu Hause, Leute. Aber es geht vielmehr darum, dass wir im Hause des Herrn bleiben, als darum, dass wir physisch in unseren Häusern und Wohnungen bleiben. Weil nur bei ihm sind wir wirklich sicher und geht es uns wirklich gut. Wir müssen seine Gegenwart suchen, in seinem Haus bleiben. Und vielleicht geht es dir wie mir, ich finde es deutlich leichter, im Haus des Herrn zu bleiben, wenn ich auch physisch im Haus des Herrn sein kann. Also wenn ich Gemeinde besuchen kann, wenn ich mich mit meinen Teams treffen kann, weil man dann einfach ganz automatisch auch immer wieder daran erinnert wird, seine Beziehung mit Gott auch zu leben und aktiv zu suchen. Und ich will dich ermutigen, vielleicht hilft dir eben diese Eselsbrücke genauso, wie sie mir geholfen hat. Jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwo sehe, bleib zu Hause, gemeinsam zu Hause oder was auch immer, setze ich automatisch im Kopf mittlerweile ein, ja, ich bleib im Hause des Herrn hinten dran. Und das erinnert mich immer wieder dann auch täglich, meine persönliche Beziehung zu Gott aufzufrischen, seine Gegenwart zu suchen und in seiner Nähe einfach auch zu verweilen und Ruhe zu finden. Wir nutzen gerade so viel einfach auch die digitalen Medien, um untereinander in Kontakt zu bleiben, um zu arbeiten, um Freunde und Familie zu sehen, sind einfach super Gelegenheiten. Lasst uns doch auch die Medien nutzen, um mit Gott in Kontakt zu bleiben. Ich hoffe, unsere täglichen Inputs helfen dir dabei. Unser Online-Gottesdienst am Sonntag hilft dir hoffentlich auch mega dabei. Aber ich habe das Ganze jetzt zum Beispiel für mich wieder neu entdeckt, in meiner Bibel-App Bibellesepläne zu machen. Da kann ich mir eine Erinnerung einstellen. Ich weiß schon genau, was ich heute lesen muss. Es ist für mich einfach ein guter Einstieg, um Gottes Gegenwart zu suchen. Vielleicht hilft dir das ja auch weiter. Wenn du sagst, Bibellesepläne mag ich nicht so gern, hey, dann mach dir doch einfach eine Erinnerung ins Handy. Gerade jetzt, wenn dein Alltag vielleicht ein bisschen anders aussieht, hilft es dir vielleicht, wenn dein Handy dich daran erinnert und dir sagt, hey, lies doch mal Bibel, mach ein bisschen Lobpreis, geh einfach ein bisschen ins Gebet, such seine Gegenwart und bleib im Hause des Herrn. In diesem Sinne wünsche ich euch eine mega gesegnete Woche. Bleibt zu Hause und vor allem bleibt im Hause des Herrn. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Input von Life Unlimited, weil das Leben mehr ist.